Hurricane zu Randall's Monday. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir machen müssen. Also schauen wir einfach mal, was so geht. Ein Regenrohr. Kann ich nicht. Die Kiste, da kommt mir bekannt vor. Snake. Snake. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Fass ich nicht an. Eine Bananenschale. Boah. Nee. Die fasse ich lieber nicht an. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Ich wühle nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würd sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen's mal nicht übertreiben. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Bis dann, Elaine. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Hey, was geht, Padre? Man kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben?
Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, und das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein, das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden, schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage, oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. Eightballs Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice-Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Ha, Sie alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Ha, laufen Sie nicht weg. Alter Billardtisch. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Nicht der richtige Zeitpunkt. Da braucht man wohl eine Münze. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Er meint wohl Rapture aus Bioshock, aber das ist der Hase von Sam & Max. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Keine Ahnung. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Ist mir scheißegal, was da draußen abgeht. Geht nicht auf. Mir ist gerade nicht danach. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Die lasse ich lieber offen. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Sieht aus wie so ein Schminketui für die Handtasche.
Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Das war ja einfach. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbart hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Der gehört jetzt dem guten Pater. Den nehme ich ihm nicht weg. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Das ist der neue und verbesserte daiquirisierte Royal Mai Tai Iced Tea. Nur für Pater Roy offensichtlich nicht verbessert genug. Ganz ruhig, Pater. Der Mai Tai ist unterwegs. Ich krieg das hin. Was haben wir denn noch? Batterie? Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Ach, okay. Das ist der neue und verbesserte daiquirisierte Royal Mai Tai Iced Tea. Nur für Pater Roy offensichtlich nicht verbessert genug. Noch mehr. Noch eine Batterie? Ah, ich glaube, das ist genug, Polyanid. Okay. Klebstoff ist immer gut. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Ich sollte nur die wirklich...
Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätz dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall, du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Scheint so. Und schmeckt scheiße. Ich hasse Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Mango-Likör. Bin neugierig. Dachte, der wäre süßer. Wie wär's mit Limone? Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ist es aber nicht. Macadamia-Likör. Warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Boah, ganz tolle Wahl, Randall. Litchi-Likör, hm? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal. Fast immer. Oh. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich.
Verdammt richtig. Ich habe mir nicht die Hände gewaschen, und? Auf der ganzen Welt gibt's nicht genug Make-up, um die Katastrophe wieder zu kitten. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... egal. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach, komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Es war nur ein Scherz. Haha, ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt. Das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall, ach egal. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut, aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. Der Müll von gestern Abend. Der Müll von gestern Abend. Heilige Scheiße, du blöder Penner. Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Neue Gasse, was? Gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen, ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah ja, um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay?
Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Das ist Elaines Schmink, Edwy. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Dann machen wir hier mal Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal.